Wow, seht euch das an. Kaum zu glauben, dass wir das mit einem Spiel verdient haben. Ja, es macht mir viel Spaß, so viel Geld anzufassen und dabei mein Auge zu reiben. Jerome, noch eine Runde für meine verschwommenen Freunde. Ein Versuch ist es wert. Komm schon, Joe, sei nicht so negativ. Du bist wie ein fieser Glückskeks. Keine Ahnung, du Vollpfeife. Ich bezweifle, dass du Pupslochschmuser überhaupt eine Zukunft hast. Ha, mal sehen, wie meine Glückszahlen lauten. Leck mich, du Mathe-Null. Also das war überhaupt nicht hilfreich. Na, mit diesem Lächeln sind Sie der geborene Verkäufer. Sie sollten für mich arbeiten. Ha, ich in der Immobilienbranche. Glauben Sie, ich kann das? Fast jede geschiedene Mom in der Schule meiner Kinder ist Maklerin. Ich glaube, Sie können das locker. Ronny, ich verstehe nicht, warum du das Haus sehen willst. Das Fundament hat sich total verschoben. Das ganze Haus neigt sich in Richtung dieser Klippe da. Aha. Kannst du die Terrassentür aufmachen? Ich nehme es. Also nochmal, wo ist der See? Gleich da. Und wo ist das Sommercamp? Gleich da drüben. Ich nehme es. Ich bin verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass die Vorbesitzer in diesem Haus ermordet wurden. Oh, Kumpel, Sie müssen sich nicht mehr anstrengen. Ich habe schon zugeschlagen. Okay, Stewie, wir müssen die Windel wechseln. Oh, Rauchpause. Tja, so wachsen alle Franzosenkinder auf und die sind auch normal. Jedermann will Fingernägel und jedermann will Cash. Drum schicken Sie uns Ihre Fingernägel und wir schicken Ihnen Cash. Fingernägel für Cash.com, Fingernägel für Cash. Doch weil es bloß Fingernägel sind, erwarten Sie nicht viel Cash. Fingernägel für Cash.com, wir zahlen garantiert. Drum fragen Sie sich nicht, was mit den Fingernägeln passiert. Denn vielleicht bauen wir eine Burg mit Ihnen. Fingernägel für Cash.com. Sie bekommen Geld und wir die Chance, eine Burg aus Ihren Fingernägeln zu bauen. Hallo, Gentlemen, ich bin der Direktor. Sie wurden hierher gebracht, weil Sie Kriminelle sind. Das ist kein Ferienort. Sie werden härter arbeiten, als Sie jemals in Ihrem armseligen, erbärmlichen Leben gearbeitet haben. Kommt drauf an, was Sie unter Arbeit verstehen. Knicknack. Vortreten, Dumade! Das nächste Mal kriegst du Schläge. Und warum denn dieses Mal nicht? Oh, ich hab ja solche Angst. Au, 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 au! Peter, hör auf! Ja, mit deinem Stock fühlst du dich ganz stark, nicht wahr? Okay, ich höre jetzt auf. Hi Leute, ist hier noch Platz für mich? Das glaube ich nicht. Du doll! Bitte! Alle sind schwul außer mir. Mein Gott, der Typ hat mein Leben zerstört. Ich habe ein Monster erschaffen. Mac, wir müssen was unternehmen. Wir? Machst du Witze? Glaubst du im Ernst, ich würde dir noch irgendwie helfen nach allem, was du mir angetan hast? Was meinst du denn damit? Siehst du die Narben? Die habe ich, seit du mich in der 6. Klasse Fettarschkuh genannt hast. Die hier habe ich, seit du letztes Jahr einen Gipsabdruck von meiner Vagina gemacht hast. Und ich soll dir helfen? Ich sag dir, fick dich ins Knie. Hey, Mac, fang! Loser! Gut, wir machen ihn fertig. Danach ist er ein größerer Außenseiter als eine Möwe in einem Adam Sandler-Film. Das ist mein altes Fahrrad und bekommen habe ich es im Alter von 10. Manchmal tut der Bananensack in meinem Arsch weh. Halt die Klappe! Halt selbst die Klappe, das ist eine Comedy. Immer wenn ich klingle, habe ich ein komisches Gefühl in der Hose. Ring, ring, ring. Oh mein Gott! Ja, du meinst das Wasser, oder? Wow, cool! Hey Chris, komm her. Was, wieso? Komm einfach her. Was ist denn los? Hast du vielleicht das Gefühl, dass das Wasser plötzlich wärmer geworden ist? Nein. Ach, richtig. Ich hätte rein pinkeln müssen. Peter, das Wasser steigt und steigt. Wir müssen schleunigst hier raus. Warte, Lois, im Kühlschrank steht noch eine Kiste Bier. Die kann ich nicht im Stich lassen. Du kannst gut schwimmen, Mac. Hol sie. Was? Aber Dad! Und lass dich um Gottes Willen nicht davon abhalten, mir ein Sandwich zu machen, wenn du da drin bist. Mac ist schon eine Ewigkeit da drin. Mann, du kannst es einfach nicht lassen, sie bei jeder Gelegenheit zu kritisieren. Hm? Los, hol sie! Es tut mir leid, dass ich dich angemotzt habe. Du hattest völlig recht, Mac zu kritisieren. Sie besteht nicht mal diesen einfachen Test. Sie ist jetzt da unten und macht ein Nickerchen unter Wasser. Du wirst gesund sein wie ein Pferd. Na, wie geht es deinem Bein so? Prima, prima. Ging nie besser. Gut, wie wär's, wenn du es mal belasten würdest? Sehr gern.
Ja, ja, oh, das ist gut. Das fühlt sich gut an, voll belastbar. Tut mir leid, Thunder. Ich muss dich aus dem Weg räumen. Wie geht's dein Bein, hä? Wie geht's dein Bein? Machen wir einen Rennen? Hä? Da du jetzt älter wirst, Chris, ist es an der Zeit, dass du ein klassisches Poolparty-Spiel lernst. Rede mit einer Frau von jemandem, die einen Bikini trägt, bis sie sich beschämt bedeckt. Na, Bonnie, wie ist das Leben? Oh, es ist alles bestens. In letzter Zeit ist ziemlich viel los, weil Susie angefangen hat zu... Okay, tschüss. Mann, das waren keine 2 Sekunden. Hey, Peter, was hast du in letzter Zeit im Fernsehen gesehen? Ach, weißt du, dies und das. Eine Doku-Serie namens Die Transporter, die finde ich okay, irgendwie... Okay, tschüss. Sie befindet sich wahrscheinlich unter Deck. Du gehst rechts rum und ich links. Das hier wirst du brauchen. Was? Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ganz ruhig, das sind Araber. Keiner wird dich dafür hassen. Hey! Oh, so eine Scheiße. Oh, wie im Videospiel. Ha, ich bin echt gut darin. Tschüss, Sackfresse. Weil ihr einen von uns erschossen habt. Ja, angeschmiert. Loser! Ja, unser Boot. Unser Boot. Dieses Boot. Ach, verdammt, tut das weh. Was ist los? Stewie hat mich beim Stillen schon wieder gebissen. Ich glaube, er hat mich dabei sogar verletzt. Verstehe. Vielleicht sollte ich mir das, du weißt schon, ansehen. Hab schon viele Krankenhausserien gesehen. Siehst du, die Brustwarze ist sehr empfindlich und er kriegt immer mehr Zähne und kann damit noch nicht richtig umgehen. Wie bitte? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Stewie die Brust zu geben, ist äußerst schmerzhaft, seit er immer mehr Zähne kriegt. Tja, vielleicht solltest du Stewie entwöhnen. Tja, ich vermute, das würde mir das Leben wirklich erleichtern. Na gut, ich werde es mal versuchen. Danke, Brian. Gern geschehen. Falls du sonst noch Probleme hast, wie, zum Beispiel mit dem, was ich unter deinem Slip befinde, dann könnte ich mir das auch ansehen. Hä? Bitte zieh deinen Slip aus. Zieh dir das mal rein. Ich habe 10 M80er genommen und sie alle miteinander verbunden. Das Ding heißt Peter Griffins Mega Baller Mörder Knaller Super. Ah, ach du Scheiße! Ah! Gottes Willen, alle deine Finger sind abgerissen. Was ist passiert? Oh mein Gott! Ich will ja nicht drängeln, aber mir ist hier drüben der Saft ausgegangen. Knochentrocken. Hey, bist du neu her? Wieso? Scheiß auf wieso. Hast du cooles Spielzeug? Ich hab ne Xbox. Und was hast du? Ich hab ne Barbie mit nem Pimmel dran. Ist ein Daumen von nem G.I. Joe, hab ich mit Superkleber gemacht. Wirkt ziemlich echt. Echt genug jedenfalls. Dafür reicht's. Wofür reicht's? Du hast es kapiert. Meine Familie muss sehr oft umziehen, weil ich so ein Zeug mache. Okay. Ich muss jetzt wieder los. Willst du nicht zu mir kommen und deine Nippeln von meiner Katze ziehen? Wir können alles machen, weil meine Mom 2 Jobs hat. Oh mein Gott! Brian, nein! Das kann nicht sein, du bist wirklich... Verdammt, Brian, du darfst nicht sterben! Wir wollten noch so viel zusammen machen! Wir wollten Windsurfer werden! Ich wäre besser gewesen als du, aber wir wären beide gut gewesen! Hört ihr das? Ich glaube, Brian will uns was sagen! Ihr habt mir ein wundervolles Leben geschenkt. Ich liebe euch alle. Es tut mir leid. Es ist vorbei. Oh mein Gott. Er ist... Ja, Chris. Es ist leider wahr. Unser geliebter Brian ist tot. Na, hallo. Hi, ich bin Cindy. Ich fühle mich nur hübsch, wenn dahergelaufene Fremde mit mir Sex haben. Tja, dann könnte ich dich mit etwas Selbstvertrauen erfüllen. Brian. Hallo, Puppe. Hey, entschuldigen Sie mal, wir unterhalten uns. Mein Haus haben 800 Quadratmeter, keine Bücherregale. Oh, wow, wie beeindruckend. Ich bin Autor, erfolgreich, Romane. Mir gehört Betonsteinlager, habe über 12.000 Betonsteine. Wenn du mal brauchst Betonstein, ich dir mache einen guten Preis. Ach, danke schön. Ich habe einen 6-fach-CD-Wechsler, damit kannst du stundenlang Musik hören. Das ist total abgefahren. Komm und schlaf mit mir. Meine Mutter, dir machen Farksche-Kusch, wenn wir fertig. Okay. Warte!
Ich habe eine Zeitmaschine. Ist das dein Ernst? Willst du sie sehen? Und wie ich sie sehen will? Viel Glück beim nächsten Mal. Manche haben's drauf, manche eben nicht. Das war schon immer so. Du, ich, Sex. Ihr Legende. Ich werde hier eines Tages rauskommen. Hey, Butch, Stewie reißt die Klappe auf. Er sagt, er wird hier rauskommen. Ihr kennt mich nicht, Mann. Ich bin anders. Ich habe Pläne. Hey, Butch, hast du das gehört? Stewie hat Pläne. Halt's Maul! Ich werde diesen Fluss überqueren und es auf der anderen Seite in der Stadt schaffen. Ich werde ein Sänger. Oh Mann, der kleine Schreihals sagt, er wird ein Sänger. Hey, Schreihals, ich werde dir einen Song vorsingen. Er heißt Schieb deinen Arsch wieder in den Gabelstapler. Die Mittagspause ist rum. Hey, Stewie, hör nicht auf diese Idioten. Folge deinem Herzen. Schnauze, Butch, du bist der größte Loser der Truppe. Hey, habt ihr das gehört? Butch sagt, ich soll meinem Herzen folgen. Keine Geheimnisse für dich behalten. Och, das kann ich sogar sehr gut. Das habe ich als Gynäkologe bewiesen. Hier sind die Ergebnisse von Ihrem Ultraschall und ich habe Neuigkeiten für Sie. Sagen Sie nichts, wir wollen nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Oh, okay. Also S atmet nicht. Hallo, ich habe meine neuen Zähne bekommen. Na, dann komm rein, Brian, und zeig sie. Gut, dann komme ich jetzt. Oh mein Gott, sind das tolle Zähne! Hey, vielleicht kannst du uns helfen, den Damm zu bauen. Für die Nummer braucht man aber ganz schön Biss. Überleg's dir, ich wollte dir nur auf den Zahn fühlen. Wir setzen ihn nur sehr gezielt ein. Also, seid ehrlich, ihr findet sie grässlich. Nein, Brian, machst du Witze? Sie sind fantastisch. Du siehst aus wie ein Filmstar. Wirklich? Ja, du bist wie ein gut aussehender Jim Carrey. Ich kann nicht glauben, dass sie euch gefallen. Ja, Brian, damit wirst du jede Menge Stuten abschleppen. Ja, 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 ja. Brian, du hast deinen Look gefunden. Die beste Schönheits-OP in der Familie seit der Mopsvergrößerung von Lois. Wie ist das passiert? Ich hab dem Arzt gesagt, C-Körbchen. Ich hab ihm was anderes gesagt. Er hat einen verdammt guten Job gemacht. Okay, jetzt haben wir ihn so oft eingesetzt. Gut, hiermit habe ich offiziell jedes Video, das auf YouTube steht, gesehen. Und davon ist kein einziges schlecht. Diese Lieferscheine müssen auf der Stelle sortiert werden. Ich komme gleich wieder. Und schon ist sie weg. Warum verdrückt sie sich immer, wenn hier Arbeit reinkommt? Sie macht nur eine Rauchpause. Ein gehörloser Mensch, der raucht. Das ist seltsam. Warum ist das seltsam? Es gibt keinen Grund, dass das seltsam ist, aber es ist seltsam, oder? Ja, Griffin, es ist seltsam. Soll das etwa heißen, wenn ich mich vor etwas drücken will, dann muss ich nur eine Rauchpause machen? Ja, das ist wohl so, aber Sie rauchen ja nicht. Doch, ehrlich gesagt rauche ich schon. Schön, Griffin. Sie sind eindeutig Raucher. Genießen Sie Ihre Pause. Mit dem Rauchen kann ich mich jetzt vor lauter Sachen drücken. Endlich stehe ich über dem Gesetz, wie mein Vorfahre aus dem 14. Jahrhundert, König von Dänemark, Griffin. Mehr Wein, mehr Weiber, mehr Tisch! Ich habe einen Herzinfarkt. Ist zufällig ein Arzt am Tisch? Ja, ich! Komm her, schnell, lauf! Aber der sehr weit entfernte Arzt schaffte es nicht rechtzeitig. Deswegen haben wir hier in Dänemark seitdem sehr kleine Tische. Oh nein! Nur die Ruhe. Ich habe nirgends gelesen, dass die Sheriffs nicht gern von Nordstaatler Großkotzen von oben herab behandelt werden.
Tag, die Herren. Officer, was ist denn los? Wir stehen unter immensem Zeitdruck. Sie sind wohl nicht aus der Gegend, habe ich recht? Hey, Sheriff, Sie verstehen mich wohl nicht. Ich versuch's mal in Ihrer Sprache. Doi, 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 doi. Es tut uns echt leid, Sheriff. Wir sind bereit, bedingungslos mit Ihnen zu kooperieren. Drohen Sie mir etwa? Nein, Sir. Was heißt hier Sir, Junge? Ich bin Hüter des Gesetzes. Von diesem Bezirk bezahlt und mir ist aufgefallen, dass bei Ihnen ein Scheinwerfer kaputt ist. Ehrlich? Ich hab doch alle... Und wie ich sehe, funktioniert auch das Blinklicht nicht. Hören Sie, ich bin auch Polizeibeamter, also kenne ich diese Spielchen. Ich wende Sie selbst an. Überlegen wir uns doch, wie wir uns einig werden. Sie sind ein Cop, hä? Zeigen Sie mir Ihre Marke. Sieht aus, als wären Sie jetzt Zivilist. Ich muss Ihr Fahrzeug durchsuchen. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Hören Sie auf, das haben Sie da reingelegt. Wir hatten Drogen? Oh Mann, warum fahre ich besoffen, wenn ich hätte High fahren können? Ihr Jungs habt eine Menge Ärger am Hals. Zentrale Sheriff Nichols, ich habe hier vier Männer, die unter Verdacht auf Drogenbesitz stehen. Ich beschreibe sie. Ein Afroamerikaner, ein Krüppel, ein Dürrer und ein Hübscher. Ja! Sie kommen alle mit mir zur Hauptwache. Oh, Kacke! Ganz ruhig, Jungs. Keine Angst, ich spreche die Sprache von dem Typen. Country-Musik. Und weiter? Square Dance. Aha, ich höre Ihnen zu. Cowboy-Stiefel? Ihr werdet für lange Zeit aus dem Verkehr gezogen. Und jetzt ganz langsam, Dr. Jones. Mehr Alkohol und mehr Dope. Erstmal aus der Wanne steigen, Dr. Jones. Ich will ein altes Flugzeug fliegen. Ich halte das für keine schlaue Idee. Kein neues, sicheres. Ja, hab ich kapiert. Ah, da ist ein Skelett in meinem Schlafzimmer. Das ist Ihre Frau, Dr. Jones. Vielleicht verzichten wir heute auf den Ohrring? Nein, Ohrring will ich jeden Tag. Hey, Dad. Ja, Kumpel? Als du ein Kind warst, was wolltest du werden, wenn du groß bist? Nun ja, ich wollte Rockstar werden. Und warum bist du keiner geworden? Deinetwegen, Kumpel. Ich habe ein Mädchen in einem Handyladen angelächelt und jetzt sitze ich hier fest und esse mit dem Jungen Frühstücksflocken zum Abendessen. Für mich wirst du immer ein Rockstar sein, Dad. Du hast mein Leben versaut. Ich gehe ins Bett. Und dann hätten wir einen Schokoladenschokokuchen gefüllt mit Schokolade an Schokoladeneis mit geschmolzener Schokolade obendrauf. Einmal das bitte mit vier Löffeln. Wohl eher viermal das mit einem Löffel für mich. Fürchte dich nicht, hübsche Frau, die noch nie eine Beziehung hatte. Ich wurde gesandt, um dir die Botschaft zu bringen, dass du heute Nacht schwanger mit dem Sohn Gottes wirst. Es ist ein Wunder, yay! Ach ja? Ja, und er wird bald hier sein, also solltest du dich ein bisschen frisch machen. Dreh doch mal eine kleine Runde im Bach. Oh, und er will vermutlich nicht, dass ich dir das erzähle. Aber mach dich drauf gefasst, dass er dich währenddessen auf den Hinterkopf schlägt. Gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir Kohle. Mom, warum muss ich bitte mit Stewie baden? Weil Estelle mir gesagt hat, dass jemand Gefahr läuft zu ertrinken und dass ich deswegen Vorsichtsmaßnahmen treffen sollte. Darum hat ab heute jeder einen Badefreund. Hey, Mac, guck mal. Griffin, Residenz? Hi, Dad. Ich wollte nur sagen, dass ich gesund angekommen bin. Und munter? Ja, Dad. Und munter. Oh, gut. Um das munter bin ich immer besorgt. Ach, es ist umwerfend hier, Dad. Ja. Du würdest es nicht glauben. Die Wohnung ist riesengroß. Aha. Man hat einen tollen Ausblick und... Dad, irgendwas stimmt nicht. Jemand ist eingebrochen. Oh mein Gott, sie haben Ruth. Jetzt sind sie, glaube ich, hinter mir her. Okay, Meg. Du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Dreh durch. Achte auf keinerlei Details. Hab schlimme Gedanken. Atme flach und sehr schnell. Versteck dich unterm Bett, aber so, dass deine Füße rausgucken. Oh mein Gott, Dad, werden die mich entführen? Ich hab solche Angst. Meg? Meg? Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß nicht, was sie wollen. Aber ich habe überhaupt keine besonderen Fähigkeiten. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie finden soll. Aber was ich habe, sind $2 und eine Casio-Armbanduhr. Eins davon können Sie haben. Dracar Noir. Die Typen meinen es ernst. Lois, Meg ist tot. Sie tragen keine Brille. Die ist kaputt. Ich habe meine Linsen drin. Ich kann Ihre Augen sehen und Ihre Wimpern. Die sind wunderschön. Wen interessiert's? Was bringt das? Thank you.
Griffin, Sie sind mir noch nie richtig aufgefallen. Und mir gefällt, was ich sehe. Okay. Oh nein, der Stift ist mir runtergefallen. Oh, ich heb ihn auf. Ja, wir werden noch viel Spaß miteinander haben. Entschuldigen Sie bitte. Hör zu, wir müssen ein ernstes Gespräch darüber führen, dass du mir keinen Sohn gebären willst. My Lord, das haben wir besprochen. Wir müssen Sex haben, damit ich einen Sohn gebären kann. Oh, ich weiß, aber ich bin so ausgelaugt und habe immer so viel zu tun. Und ich glaube, ich wollte neulich, aber da habe ich dich nicht gefunden. Also liegt es an dem überfüllten Kalender von uns beiden. Warum machen wir es nicht heute Abend? Ja, heute Abend könnte funktionieren. Oh nein, ich habe morgen ganz früh diese Sache. Oh, wie wär's morgen um 4? Du weißt, dass ich meine Mutter morgen um 4 treffe. Oh, verflixt, ich werde morgen um 4 sowas von geil sein. Ich muss sagen, ich bin dir ein bisschen böse, dass du nicht verfügbar bist. Wir können es jetzt gleich treiben, hier auf dem Tisch. Hey?